Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA San Andreas mit meiner Wenigkeit, also dem lieben Paxis. Und ja, wir wollen mal weiter versuchen, da dieses Geschäft mit dem Lude, Zuhälter, wie auch immer ihr den nennen wollt, zu absolvieren. Und ich habe schon zwei Autos in meiner Garage, was nicht daran liegt, dass ich anfange zu sammeln, sondern ich habe einfach das eine Mal vergessen, dass ich mein Auto in die Garage gestellt habe und habe ein neues geklaut. Das passiert mir aber nicht nochmal. Und mein Plan für dieses Mal ist einfach auszusteigen. Also für alle, ich hoffe mal, ihr habt alle die letzte Folge gesehen. Und, oh, ich habe vergessen zu bremsen. Ja, die letzte Folge, wie gesagt, anschauen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ansonsten ist mein Plan, dieses Mal einfach auf die Autos zu schießen, also schnell auszusteigen, wenn ich in der Nähe bin. Was macht der denn, der Tyrod? Und dann halt auf diese Fahrzeuge da, wo in dem, also in dem einen Fahrzeug sitzen die Leibwächter drin und in dem anderen Fahrzeug, guck mal, ob ich hier hochkomme. Boah, sieht nicht so aus. Und in dem anderen Fahrzeug sitzen die Nutte und der Priester. Und ich muss die irgendwie alle umbringen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder mich richtig erinnere. Oh, ich nehme natürlich wieder den beklopptesten Weg. Was ist denn hier los eigentlich? Steigen die jetzt ein oder hauen die ab? Geil, das habe ich noch gar nicht gesehen. Die standen so cool am Auto. Und jetzt gehen sie weiter. Ich würde mal fast behaupten, das sind Leute von der Wusi-Gang, oder? Auf jeden Fall nehme ich das Auto hier mit, weil das viel cooler ist. Ist vor allem richtig schnell. Was wollte ich sagen? Genau, ich steige einfach aus und schieße dann auf die Fahrzeuge und hoffe, dass das funktioniert. Und ja, ich könnte schon lange angefangen haben mit der Mission, wenn ich nicht diese bekloppte Straße hochfahren würde. Was, glaube ich, auch nur ein Fußweg ist. Aber okay. Soll er sich stören? Soll er sich stören? Mir fällt gerade ein, das Geldsymbol in Home Sweet Home, also in der Groove Street, da komme ich ja nicht mehr hin. Ich bin gespannt, ob man da unendlich viel Geld sammeln kann und ob ich da irgendwann nochmal hingehe und mir das ganze Geld abhole. Aber jetzt erstmal zum Kollege hier. Ich nehme mal die Abkürzung. So. Brumm, 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 brumm. Und jetzt, ja, bisschen blöd ist es auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass ich dieses Mal die Mission schaffe. Warum? Ganz einfach, weil die ziemlich lang ist und ist wahrscheinlich ziemlich langweilig für euch wird, wenn ich jedes Mal die Mission neu machen muss und die Punkte vorher erledigen muss. Also Nutten retten, Leute umbringen. Naja, werdet ihr gleich sehen. Diesmal lasse ich aber das Intro nochmal laufen. Für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren. Make sheets, make coats, make curtains in the winter. When I walk down the stairs, I'm walking down on mint carpet. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for. A guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mir bitte auch ein. Ich nehme einen Whisky Sour, bitte. See, I only got two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes. Everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. No problem. You my player partner now, Jizzy. Was ist mit meinem Whisky sauer? Das gibt's doch nicht. Ja, steig in die Karre rein. See that pretty young thing in my car?
Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. Ah, leg up to you. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope Mobile. Okay. Ja, die labert gleich nochmal los. Deswegen werden wir mal kurz warten, bis sie fertig ist mit Reden und dann. Ne? Ui, what a strong bitch. Ever had half and half with a sister like me? Yeah, go on. I'll do things your Ruka won't. I'm listening, hon. Chota y chota. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Okay, es müsste gewesen sein. Ja, zum Thema Whisky Sour. Ich war hier mal bei mir oder bei uns in der Nähe im Club und es war noch ziemlich zeitig, also es war fast niemand da. Und die, ach, der ist so dumm, der Polizist, oder? Fährt einfach weiter, obwohl der hätte noch genug Zeit gehabt zu bremsen. Egal, war da im Club, es war nicht viel los, aber trotzdem war die Barfrau extrem genervt und im Stress, ist rumgerannt, als wenn da 10 Leute vorher stehen würden und irgendwas wollten. Und ich habe sie gefragt, ob sie denn Whisky Sour haben und hat sie ja, sehr, sehr freundlich hat sie dann gefragt, was ist das? Und ja, ich habe ihr versucht zu erklären, was es ist. Also ich habe ja gesagt, wie man den macht, den Whisky Sour. Okay, kann ich machen. Und dann hat sie ihn halt versucht und er hat total scheiße geschmeckt. Und ich habe keinen mehr getrunken. Einziger Vorteil war, es war 99 Cent Tag. Dementsprechend hat das Ding nur 99 Cent, glaube ich, gekostet. Aber okay, für 99 Cent kann man auch nichts erwarten. Was? Naja, ist egal. Wir fahren die mal hier rein. Hey Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Chuck, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hoes over in Hatchberry. Now one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Mein heutiger Tee nennt sich übrigens Winterfreude. Ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt haben wir 2 Minuten, um den anderen Zuhälter zu erledigen. Bis hierhin war ja die Mission auch ziemlich einfach. War alles kein Problem für den großen Carl bzw. Paxis, a.k.a. Carl. Ich habe auch ein bisschen Munition, das ist ganz gut. Wie gesagt, ich wollte dann versuchen, die eine Mission dahingehend zu erledigen, indem ich einfach auf das Auto schieße. Ich weiß halt nur nicht, ob das funktioniert, also ob ich genug Zeit habe auszusteigen und zu zielen. Ich könnte natürlich auch versuchen, Drive-By-mäßig vorbeizufahren und zu schießen, aber ich glaube, das ist fast noch schwerer. Aber schauen wir mal. Das Ding ist halt auch, ich habe keine unendliche Munition. Here comes my player, now you in real trouble. I was pimpatry in motion till you showed up. Yes, a gun. Sag ich doch, es geht ziemlich schnell. Munition nehmen wir noch mit. Ach nee, ich habe eine Desert Eagle, genau. Richtig geil. Ich habe nämlich einen Platz in der Nähe von unserer Garage gefunden, wo die Desert Eagle rumliegt. Das heißt, wenn wir in Zukunft keine Waffen mehr haben, weil wir gestorben sind, dann weiß ich jetzt, wo ich eine Desert Eagle finde. Das ist letztens passiert, als ich nach Hause gegangen bin, speichern. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hatchberry. Worry. Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckle over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Sehr gerne. Auch diese Mission war noch ziemlich einfach. Und ja, beeilen muss man sich aber wegen der Nutte, weil man sieht ja oben rechts, die Nutte hat einen Energieballkett und ich muss aufpassen, das Auto darf nicht kaputt gehen, also nicht überschlagen oder so ein Müll. Das würde nämlich dazu führen, dass die Mission abgebrochen wird. Deswegen muss ich etwas vorsichtiger fahren, als ich das vielleicht sonst tun würde. Ah! Glück gehabt, nicht reingefahren, glaube ich. Vielleicht touchiert. So, und dann irgendwo hier unten unter der Brücke, da machen die Randale und schlagen die Mädchen von Jizzy zusammen. Ist das Jizzy, oder? So, da müsste irgend so ein komischer Bus sein und eine dicke, fette, hässliche Prostituierte.
Den ersten werde ich einfach überfahren. So, und den anderen erschieße ich logischerweise. Direkt mit der Desert Eagle. Kopf ab, Kopf weg. Du brauchst nicht reintreten, der ist tot, der hat keinen Kopf mehr. Mr. Jizzy, CJ. Warum bringe ich den Unglück? Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Sehr gerne. Wie gesagt, jetzt kommt der Teil, der ja, mich das letzte Mal hat failen lassen. Ich hoffe, dass ich es dieses Mal direkt schaffe. Und nicht wieder faile, weil mein Auto in den Fluss fällt. Das wäre nicht so toll. Okay. Fahren wir erstmal. Ich denke, hier können wir runterfahren. Achso, hier müssen wir sogar runterfahren, wie es aussieht. Nein, oh, ich habe einen Polizisten gestriffen. Ich habe erst so spät gemerkt, dass es ein Polizist ist. Aber okay, ein Stern geht, wie gesagt, relativ schnell weg. Deswegen mache ich mir da weniger Gedanken. Und darf halt keinen zweiten Stern bekommen. Das wird dann ziemlich... ja, unangenehm. So wirklich krass ist es dann erst ab 3 Sternen, würde ich sagen. Auch 2 Sterne gehen noch. Aber, wie gesagt, man sollte schon darauf achten, dass man keinen zweiten bekommt. Weil, wie man sieht, der erste ist schon wieder weg. Ist ja auch nur eine Bagatelle. Sagt man das so? Ich glaube. So. So, wenn ich jetzt einfach aussteigen könnte und hier stehend warten könnte, könnte ich einfach, ja, schießen. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Driver! Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Erledige den Prediger und seine Bodyguards. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach... Ach ja, die fahren ja am Anfang noch langsam, oder? Solange ich nicht ranfahre. Das heißt, ich muss ja bloß überholen. Mich jetzt hier hinstellen. Ach, das war so eine gute Idee. Das war so eine gute Idee und es hat nicht funktioniert. Sehr geil. Naja, okay, dann müssen wir es doch mit Drive-By probieren. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Problem ist halt immer, dass ich da zur Seite schauen muss. Und ja, dann schnell mal einen Unfall baue und schnell mal die Karre in den Sand setze. Aber habe ich natürlich weniger Lust, aber... Oh, jetzt können wir hier mal richtig aufdrehen. Genau das habe ich gemeint. Oh, fuck, Mann. Nach vorne schießt er halt leider nicht. Ich muss halt zur Seite schauen und dann halt so Drive-By-Style-mäßig. Oh, reiß dich zusammen, Junge. Reiß dich zusammen. Mann. Ja, dann nur gesehen, dass ich geschossen habe. Da kann er doch nicht versuchen, mich anzugreifen. Es ist so beschissen schwer, gleichzeitig zu fahren, zu schießen, zu schauen. Ich weiß halt auch nicht, wie lange ich da drauf schießen muss. Ich hoffe, ich habe genug Munition mit. Sonst wird es halt richtig pervers. Ah ja, okay, er qualmt schon. Ja, er brennt. Okay, erst das Auto down. Bisschen wegfahren, damit ich nicht mit explodiere. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Kollege da vorne. Oh, fuck. Bin ich wieder darauf reingefallen? Naja, fahren wir die nächste hier rein. Fährt er lang? Fährt er natürlich geradeaus. Oh ja, genau. Spring genau ins Auto rein, ey. Ich bin extra geradeaus gefahren und nicht ausgewichen, weil ich dachte, er springt nach rechts. Dann habe ich mich wohl geirrt. Ist das von der Polizei? Oh, verdammt, da kann ich schießen. Okay. Das war's mit der Polizei. Sehr schön. Auf jeden Fall wird sich Jizzy freuen, wenn ich ihm sein Auto wiederbringe. Fahr geradeaus. Das ist auch geil gemacht auf jeden Fall.
Ja, fall um! Junge, fall um! Fuck! Wie lange fährt er denn bitte schön noch so weiter? Ja, fall um! Junge, fall doch mal um! Fall doch mal um! Na also, es geht doch. Geschafft. Wird aber auch Zeit. Oh nein, Polizei! Haben sie schon jetzt nicht raus. Oh, CJ, you should play his right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Cool, das ist mein Auto. Ah, $3000 plus Respekt. Nice. Aber halt 2 Sterne, okay, ja, es macht nichts. Entweder, ja, ich fahre mit dem Auto einfach weiter und fahre dann halt wieder zu meinem Zuhälterfreund da. Ja, komm, haut ab. Mit dem, ja, dieses komische Totenkopf, türkise Totenkopf-Symbol da. Da fahren wir jetzt mal hin. Nächste Mission, also die war eigentlich gar nicht so schwer, muss ich zugeben. Ich habe mich halt einfach mal wieder, hallo Polizei. Oh, sorry. Ich habe mich halt einfach mal wieder total bescheuert angestellt, ne? Letztes Mal, in der letzten Aufnahme. Das mache ich ja gerne mal bei so einer Mission. Erste Mal richtig dumm anstellen, beim zweiten Mal dann merken, oh, die Mission ist eigentlich total einfach. Wenn man es richtig macht. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, warum ist denn die Straße hier nicht eingezeichnet? Das ist ja geil. Ach, weil es keine offizielle Straße ist, oder was? Ja, wie man sieht, jetzt haben wir nämlich mal zwei Sterne, die brauchen deutlich länger, bis man diese wieder los ist. Also am besten fährt man halt in so ein Pain Spray rein, um diese dann da wegzubekommen. Ich weiß nicht, ob ich mit 2 Sternen überhaupt die Mission annehmen kann, wir gucken mal. Man wird logischerweise mit 2 Sternen auch viel öfter verfolgt als mit einem. Ja, jetzt wird sogar schon auf uns geschossen. Wir müssen hier irgendwo runter. Ja, hier zum Beispiel, aber nicht indem wir auf dem Kopf stehen. Ah, verdammt. Ja, komm, renn. Hä? Warum explodiert denn die Karre nicht? Müsste die nicht anfangen zu qualmen? Interessant. Egal, wir rennen einfach weiter und sehen zu, dass wir hier zu Jizzy kommen. Soweit ist es ja auch nicht mehr. Können wir hier runter... Jetzt ist es explodiert. Können wir hier runterspringen? Ist das zu hoch? Nee, oder? Idiot, fahr mich doch nicht an! Ich könnte eigentlich das Motorrad gut gebrauchen. Naja, ist gleich da drüben, dieses große Gebäude, von daher. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Mission trotzdem machen kann und dann nicht kommen. Sie müssen ihr Fahndungslevel loswerden. Ach, da ist schon wieder Polizei. Meine Herren. Soll mal nicht so rumnerven. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Meine Kondition reicht dafür nicht mehr aus. Sehr geil, wie sie mir hinterherlaufen. Komm, bitte, 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 funktioniere. Ich will nicht erst mein Fahndungslevel loswerden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Glück gehabt, T-Bone Mendes. Now, just listen to me, okay? Now, it's very important that you listen to me. I ain't no retard, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now, this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone, and in reverse. Sup? Orale, ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now, there's 3 of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would What? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you wanna make this shit personal, S.A.? Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean the shit has been ambushed? We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Dich zu dem überfallenen Transporter. Wo sind denn die anderen? Ich dachte, die wollten mitgehen. Oder der eine. Ach, ich habe ja immer noch mein Fahndungslevel. Ich dachte, damit kann ich System austricksen. Da habe ich mich wohl geirrt. Naja, holen wir uns mal so einen schönen Schlitten. Sieht auf jeden Fall schnell aus.
Ja, Baby. Und dann fahren wir zum Transporter. Ich hoffe mal, dass ich irgendwie zwischendurch ein Pain Spray finde, damit ich den Fahndungslevel loswerden kann. Ansonsten wird's, denke ich, ziemlich nervig, wenn wir die Mission direkt mit Fahndungslevel beginnen. Oh ja, schießt auf mich. Dieses wunderschöne Auto. Ich hab's doch gerade eben erst geklaut. Ah, da oben ist ein Pain Spray. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Das wäre, denke ich, erstmal. Oh, hab ich etwa schon einen Platten? Oh, meine Fresse, das gibt's doch nicht. Diese dummen Polizisten, warum schießen die mich denn kaputt? Können die nicht so korrupt sein? Wie in der Groove Street? Und mich in Ruhe lassen? Ich glaube, es ist auch wieder ganz, oder? Wenn ich in dieses Pain Spray reinfahre. Verschwindet doch. Wo ist es denn? Na, bin ich blind? Hässlicher Polizist. Ach, da oben. Lasst mich doch mal durch. Hallo. Jungs. Meine Fresse. Na also. Sie sehen zwar, wie ich reinfahre, aber das macht zum Glück nichts. $100 weg. Und das, obwohl ich 30.000 brauche. So, Auto ist ganz, oh, auch eine tollere Farbe als vorher, das Rot hat mir ja nicht so zugesagt. Jetzt niemanden anfahren, der Polizei dran stehen hat. Ja, ja, genau deswegen niemanden anfahren. Die zwei Sterne blinken aber ziemlich lang, muss ich zugeben. Boah, wieder dieser hässliche Nebel. Da gibt es so ein Kartenspiel, das nennt sich Sherlock Holmes. Und da gibt es eine Spielkarte, die nennt sich Dichter Nebel. Ist ganz cool. Daran muss ich mich immer erinnern, wenn ich. Daran erinnere ich mich immer, wenn ich Nebel sehe. Egal ob jetzt den realen Nebel draußen in der echten Welt oder halt hier online. Ja gut, online bin ich ja nicht ganz in dem Spiel. Aber dieser virtuelle Nebel erinnert mich genauso daran. Ach, ist aber ganz schön weit weg. Ach, da wäre auch ein Pain Spray gewesen, okay. Komme ich hier runter, ansonsten müssen wir halt wieder abkürzen. Ja, das scheint zu funktionieren. Da. Ah, schön von da. Scheiße aus, alles beobachten. Ach, und jetzt muss ich hier bestimmte Dinge wieder einsammeln, oder? Wäre mir ganz lieb, wenn ich auch Motorrad hätte. Ah, haha, vielen Dank, die können Gedanken lesen. Geile Maschine. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Ich hab nicht mehr so viel Schuss. Drücke auf Steuerung links, um es dir zu schnappen. Okay. Ich muss also die gar nicht abschießen, sondern kann das einfach runterfischen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Das klingt kompliziert und schwer. Ah, okay. Ah, schieß. Verdammt! Das war doch... Oh, mein Gott! Ich hab gedacht, das wird einfach. Hab ich mich geirrt. Na also, es wird doch einfach. Ach, es wird doch nicht einfach. Jetzt habe ich auch noch ein Fahndungslevel. Was ist denn mit der Alten los? Verzieh dich! Ja, ich... Ich drück doch auf Steuerung links. Ich drück doch auf Steuerung links. Nimm das Päckchen. Ah, okay, so geht's auch. Ich nehme ja lieber die andere Maschine. Ich glaube, die ist schneller. Oh, schön, wie die sich verstreuen, ey. Warum fahren die denn nicht alle zusammen? Das würde mir mehr Freude bereiten. Oh, ist der denn komplett verrückt? Mann, jetzt haben wir aber erschrocken, ey. Zieht er hier einfach rüber? Da muss man nur einen Schulterblick machen und im Spiegel sehen, dass ich hier abbiege. Also ihn überhole. Nicht abbiege, überhole. Oh, das ist aber weit weg. Boah, wo ist er denn schon? Mein Gott, nicht, dass ich hier wieder durch ganz San Andreas fahren muss, nur um da diese Crack-Päckchen einzusammeln. Aber es sieht fast so aus. Ah, da unten fährt er lang. Komme ich denn am besten runter? Kann ich hier runterspringen? Perfekt! Dann sind wir schon auf der richtigen Straße, wenn ich das richtig sehe. Muss der hier irgendwo fahren? Wo ist er denn? Ah, hier kommt er. Gebt das Ding her. Problem ist nur, meine Munition ist fast alle. Aber das ist einfacher, als wenn ich versuche ranzufahren und mir das zu schnappen.
Komm mal her. Oh, verdammt, Polizei, ich habe ein Fanus-Level. Ach, na also, geschafft. Umdrehen. Geil, wie die Polizei hier immer rumheizt und von irgendwo hergesprungen kommt. Ah, oh, ich hatte nur einen Stern und direkt drei Polizisten auf dem Motorrad unterwegs, oder was? Jetzt bin ich hier wohl Staatsfeind Nummer 1. Da kommt ja schon der Nächste. Na, wo bleibst du? Da müsst ihr doch direkt hier rauskommen. Ah, oh, nein, er ist nochmal abgebogen. Oh, ich habe gedacht, er kommt hier gerade raus und ich könnte ihn ja fangen. So. Jetzt haben wir wieder einen Stern. Schieße ich dann immer gerade in dem Moment, wenn Polizei neben mir ist, oder was? So, Mist. Na also. Hey, 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 reiß dich zusammen, Junge. Das war ein faires Rennen. Und du hast verloren. Nur noch ein einziger. Sieht aus, ich schaffe mir diese Mission auch. Und dann sieht es ja fast so aus, als wenn wir das Ganze ohne Fail überstehen. Das wäre aber immer was. Nachdem wir ja wirklich letztes Mal... Ah, hab ich's? Nein, ich hab's nicht, knapp. Nachdem ich das letzte Mal ja wirklich extrem gefailt habe, wäre... Ach, du Idiot. Wäre es nochmal... Was ist los? Verfolgt er mich oder was? Ach, die verfolgen mich wirklich. Krass. Nachdem ich das letzte Mal so extrem gefailt habe, wäre es eigentlich mal ganz cool, wieder mal eine Aufnahme ohne Fail zu schaffen. Ich bin kurz davor. Mehr als die Mission werden wir, denke ich, nicht schaffen. Was macht er denn? Was macht er denn? Mitten auf der Straße umlenken oder was? Verrückter Hund, du. Da kommen wir die anderen beiden. So, man fährt er lang. Ach, rechts. Ich gedacht, aber der kann links sein. Na, 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 nicht schon wieder abbiegen. Junge, du mal nicht so einen Stress. Komm, komm, komm. Na also, sehr schön. Bring das Päckchen zum Pleasure Dome. Sehr gern, sehr, sehr gern. Brumm, 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 brumm. Ha! Was für ein schönes Gefühl hier mal, die Aufnahme höchstwahrscheinlich beenden zu können, ohne dass wir fehlen, es sei denn, wir sterben jetzt noch. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dafür bin ich einfach zu gut. Wann sterbe ich denn bitte schon mal? So. Ich habe das Gefühl, dass ich hier fahrermäßig immer besser zurechtkomme. Und jetzt wahrscheinlich einfach seltener sterben. Ah, komm, erzähl keinen Müllpack, du wirst nur oft genug sterben. Ach, das war's, aber immerhin $5000 und fetten Respekt. Und mir fehlen nur noch... $390, bis ich die... Ach, bitte nicht die nächste Mission anfangen, wenn ich hier draufsteige. Gut. Mir fehlen nur noch $390, bis ich die 30.000 zusammen habe für Zed. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Aufnahme mache. Ja, werde ich machen. Deswegen werde ich jetzt hier unterbrechen und nicht wegfahren, sondern werde dann einfach die nächste Mission anfangen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt Likes, Abos, Favorisierungen ab und so weiter. Folgt mir auf Facebook, um das mal wieder einzustreuen. Folgt mir auf Facebook. In der Beschreibung ist zum Beispiel der Link, wäre ganz cool. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß. Gute Hand, doppelte von dem, was ihr mir wünscht. Und bis zum nächsten Mal. Bis morgen, Let's Play GTA San Andreas mit Paxis. Ich liebe euch alle. Kussi, kussi.